Друзья, давайте скажем вместе слава Богу. Meine Freunde, lasst uns gemeinsam sagen, preis dem Herrn. Я вспоминаю, как-то напротив меня сидел один человек. Ich erinnere mich, als mir einst mal ein Mensch gegenüber saß. И у него была на руке здесь татуировка иероглифами. Und er hatte hier auf dem Unterarm ein Tattoo gehabt mit Hieroglyphen. Я спросил, что у тебя здесь написано? Und ich habe ihn gefragt, was steht bei dir dort geschrieben? Он меня перевел, сказал, эволюция выживает сильнейший. Und er hat mir das übersetzt und gesagt, die Evolution, da überlebt nur der Stärkere. Я бы хотел бы на этом месте сказать, оно совсем не так. Und ich möchte auf diesem Ort sagen, das ist nicht so. Но Бог дает жизнь, слава Богу. Sondern Gott gibt das Leben, preis Вы знаете, Herrn. Пару дней тому назад у моего сына остановилось дыхание. Wisst ihr, vor einigen Tagen hat die Atmung ausgesetzt bei meinem Sohn. И народ Божий в этот момент, церковь, склонила молитвы свои колени. Und in diesem Augenblick hat sich die Gemeinde auf die Knie gestellt. И Бог вернул дыхание моему полуторалетнему сыну. Слава за это Богу. Und der Herr hat meinem eineinhalbjährigen Sohn die Atmung wiedergegeben. Preist Слава den Богу. Аллилуйя. Слава Богу. На сегодня он сейчас дома бегает. Heute rennt er wieder zu Hause und ist glücklich. Preist den Herrn. Вы знаете, я осмелюсь назвать мою проповедь «Навигатор». Wisst ihr, ich habe so den Mut, meine Predigt zu nennen, das Navi. И вначале хотел бы сразу двинуться в проповеди словами Иисуса Христа. Und ich möchte zu Beginn der Predigt mit den Worten Jesu beginnen. Где он говорил это ученикам. Als er das zu seinen Jüngern gesprochen hat. В 15 главе, 14 стихе, 2 часть. Im 15. Kapitel, im zweiten Teil vom 14. Vers. И наставляя их там, он говорил так. Und indem er sie erbaut hat, hat er Folgendes gesprochen. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Такой момент ist моего детства, so ein Ereignis aus meiner Kindheit, когда я был в первом классе, als ich in der ersten Klasse war, это было еще на Кавказе, das war damals im Kaukasus noch, в общем, в поле, я не знаю почему, была вырота яма, такая скважина, mitten im Feld war eine Grube ausgehoben worden, такая круглая, может 80 сантиметров диаметром. So ein runder Durchmesser von ungefähr 80 cm. И вот пацаны взяли кучу хвороста и прикрыли эту яму. Und die Jungs haben dann ein wenig vom Laub genommen und diese Grube bedeckt. И собрали пару человек. Und haben Menschen versammelt. И сказали, вот здесь яма, смотрите, не наступайте. Und haben gesagt, schaut mal, hier ist eine Grube, trete da nicht drauf. И для демонстрации один взял бутылку и положил поверх. Und um das zu demonstrieren, hat einer eine Flasche genommen und sie draufgestellt. В общем, из зевак, которые стояли вокруг из этих детей, und diese Jungs, die drumherum standen, один человек, это был Юрка из моего класса, einer davon war Juri aus meiner Klasse, он мне потом рассказывал, он подумал, что их разыгрывают, потому что бутылка не провалилась. Er hat dann erzählt, dass er gedacht hat, dass sie reingelegt wurden, weil diese Flasche nicht eingebrochen ist. В общем, он встал в середину и провалился. Und er stellt sich in die Mitte hinein und fällt in die Grube. В общем, эта скважина была довольно глубокая. Und diese Bohrung in der Erde war ziemlich tief. Я туда прибежал пацаном, когда уже была вся эта акция, мужики доставали его оттуда. Und ich als kleiner Junge bin hingerannt, als schon diese Rettungsaktion stattfand, als man ihn rausholen wollte. В общем, когда его достали, он тогда поломал себе спину. Und als man ihn dort rausgeholt hat, hat er sich seinen Rücken gebrochen. И на несколько месяцев мы его больше не видели в школе, пока он выздоровел. Und einige Monate lang haben wir ihn nicht mehr in der Schule gesehen, bis er gesund wurde. Вы знаете, но на сегодня, в это утро, und heute aber, an diesem Morgen, мы, конечно, будем говорить не о физических ямах, werden wir nicht über die physischen Gruben sprechen. Вернее, хотел бы сказать о ямах, куда бы нам не следовало попадать, sondern ich möchte sprechen über Gruben, über die wir nicht reinfallen sollten. Говорить о ямах, как разочарование, обида.
So Gruben wie Enttäuschung oder Beleidigung. Или яма греха. Oder die Grube der Sünde. Яма уныния. Das Loch der Traurigkeit. Такие жизненные ямы. Solche irdischen Löcher. И наша цель, конечно, чтобы туда не попадать. Und unser Ziel ist es, dort nicht hineinzugeraten. И Бог заботится о том, чтобы мы в эти ямы не попадали. Слава за это Богу. Und der Herr sorgt dafür, dass wir in solche Gruben nicht hineinfallen. Preise ihm dafür. И первое место священного Писания, которое я бы хотел зачитать. Und die erste Bibelstelle, die ich vorlesen möchte, как и брать это как образ, und möchte das als ein Abbild nehmen, это будет четвертая книга Царств, шестой главы, das wird sein 2. Könige, Kapitel 6, 9 и 10 стихи, Vers 9 und 10. И послал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить этим местом, ибо там сириане залегли. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt hatte und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Und er nahm sich dort in Acht, nicht nur einmal oder zweimal. Wenn wir uns diese Zeit anschauen, обратим на него внимание, und darauf achten, что народ израильский, народ Божий переживал непростое время, dass das Volk Israel, das Volk Gottes, eine schwere Zeit erlebt hat. И вот в то время Бог поставил Елисея, пророка Божьего, und zu der Zeit hat Gott seinen Propheten Elisa gesandt, чтобы он наставлял и путеводил их духовно. Damit er das Volk ermahnt und erbaut geistlich. Если мы читаем Библию, wenn wir die Bibel lesen, то мы видим, что Бог, dann sehen wir, dass Gott, обращался к людям, к личностям, к отдельно людям, dass er sich an einzelne Menschen gewandt hat, и путеводил их, указывая им верный путь, indem er sie geführt hat und ihnen den wahrhaftigen Weg gezeigt hat. Уже в древние времена Бог обращался к народу Божьему, указывая им верный путь. Und schon damals hat sich Gott an das Volk Gottes gewandt, um ihnen den wahrhaftigen Weg zu zeigen. Когда Иисус Христос ходил по этой земле, und als Christus auf dieser Erde gewandelt ist, он тоже учил людей, учил своих учеников, so hat auch die Menschen gelehrt und auch seine Jünger, указывая им верный путь, indem er ihnen den wahrhaftigen Weg gezeigt hat. Вы знаете, такой особый момент, я хотел бы его заметить, это в Матфея, в 16 главе. Wisst ihr, so eine besondere Situation möchte ich anmerken in Matthäus Kapitel 16, где Иисус Христос имеет дело с Петром, wo Jesus Christus mit Petrus zu tun hat. Вначале мы читаем, как Петр делится своим откровением, zu Beginn lesen wir, dass Petrus mit seiner Offenbarung teilt, говоря Иисусу Христу, что ты Христос, Сын Бога Живого. Indem er zu Jesus sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Иисус отвечает ему, что это откровение дано тебе свыше, слава Богу. Und Christus sagt zu ihm, diese Offenbarung hast du von oben bekommen. Но знаете, тот же самый человек, Петр, und wisst ihr, aber genau der gleiche Mensch, Petrus, немножко ниже, когда Иисус Христос говорит им о своих страданиях, ein wenig weiter unten, als Christus ihnen über seine Leiden berichtet, Петр отзывает его в сторону, dann nimmt ihn Petrus beiseite, и говорит, да не будет с тобой этого, und sagt zu ihm, Herr, das widerfahre dir nicht. И Христос начинает его наставлять, und Christus beginnt ihn zu ermahnen, что это мысли, неверные мысли, dass das keine richtigen Gedanken sind. Он говорит, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Er sagt, du denkst nicht das, was Gottes ist, sondern das, was nach Menschenweise ist. Иногда мы сами можем взять себе руководителя, und manchmal können wir uns einen Führer nehmen, который ведет и поведет нас слепо, der uns blind irgendwo hinführen wird. Вы знаете, тогда Иисус Христос был со своими учениками. Wisst ihr, damals war Christus mit seinen Jüngern. И наставлял их и указывал им путь. Und hat sie ermahnt und ihnen den Weg gezeigt. Когда он уходил на небо. Und als er in den Himmel gefahren ist. Перед своими страданиями.
vor seinen Leiden. Он говорил с учениками своими. Hat er mit seinen Jüngern gesprochen. И обращаясь, говорил им, что я не оставлю вас сиротами. Und er hat zu ihnen gesagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. И в Иоанна Евангелие мы читаем. Und im Johannesevangelium lesen wir, da er sagt, er wird den Heiligen Geist senden. Und der Geist der Wahrheit wird durch alle Wahrheit lehren. Und über den ersten Führer möchte ich sprechen, der uns heute gegeben ist. Das ist der Heilige Geist, preist den Herrn. Der uns geschenkt ist nach der Verheißung in unser Herz, welcher mit seiner sanften Stimme uns oft ermahnt. Geh nicht dahin, bewege dich nicht dort. Hör nicht auf diese Musik. Denke so nicht. Denke anders. Preist dem Herrn für diese Stimme. Natürlich fallen wir einige Male und sind nicht aufmerksam zu der Stimme. Aber der Herr sorgt sich weiter um uns und bringt uns zurück auf seinen Weg. Hier im 2. Buch Könige im 6. Kapitel so haben wir gelesen. Und dieser König von Israel, und ich möchte sagen, er ist ein Politiker dieses Landes, ein Politiker seines Landes, und Gott hat ihn einen Menschen zur Seite gestellt, den Elisa, von dem die Bibel spricht, einen Mann Gottes, welcher ihn Briefe weitergereicht hat oder Warnungen ausgesprochen hat. Чтобы он есть вещи, куда ему не надо было или не следует двигаться или что-то не делать. Dass es Dinge gibt, zu denen er sich nicht hinbewegen soll oder etwas, was er nicht tun soll. И Библия говорит, когда этот царь прислушивался к этим советам. Und die Bibel spricht, wenn der König auf diese Ratschläge gehört hat. Он получал сам от этого пользу. So hat er selbst dadurch den Nutzen bekommen. Я буду говорить на сегодня здесь сейчас. Und ich möchte hier an diesem Ort darüber sprechen. Vielleicht auch besonders zu den jungen Menschen. Ich erinnere mich, ich war auch einmal jung gewesen. Und meine Gesinnung war so wie die vieler junger Menschen. Ich bin der König meines Lebens. Und ich bin der beste Politiker meines Königreichs. Но Бог поставил. Doch Gott hat hingestellt für die jungen Menschen solche Begleiter, die sie warnen. Und hat ihnen auch die Eltern gegeben als ein warnendes, die sie warnen. Die, wo sie ermahnen, wo sie sich nicht hinbewegen sollen. Und ein junger Mensch, der da auf Люди, которые принимают наставления, die Menschen, die diese Ermahnungen wahrnehmen, это помогает им сохранять себя, и слава за это Богу. Das hilft ihnen, dass sie sich selbst bewahren, чтобы не упасть в какую-то духовную яму, damit sie nicht in eine geistliche Grube fallen, и не повредить себе в этой жизни, und ihr Leben damit verderben. Вы знаете, когда брат Альвин проповедовал здесь, wisst ihr, als Bruder Alvin hier gepredigt hat, в день вербного воскресенья, am Tag, Palmsonntag, и он делился одним откровением, da hat er eine Offenbarung geteilt, цитируя это место священного Писания, indem er diese Bibelstelle geteilt hat, где Иисус Христос говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. Wo Christus zu den Pharisäern gesagt hat, wenn die schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Вы знаете, я сидел так, и мне пришло на сердце. Und wisst ihr, ich bin da gesessen und mir kam es aufs Herz. Я хотел бы этим поделиться. Und ich möchte das teilen. Я думаю, это тоже грань. Und ich denke, das ist auch eine Offenbarung. Если я и ты, wenn ich und du, мы познакомились в этом месте святом с Словом Божьим, wir haben uns an dieser heiligen Stätte mit dem Wort Gottes bekannt gemacht. Тот, кто из детства с малого слышит эти наставления,
Und auch Leute, die seit ihrer Kindheit diese Ermahnungen hören. Но если мы неправильно воспримем слово благодати. Doch wenn wir das Wort der Gnade falsch wahrnehmen. Если мы это поставим на второе место. Wenn wir das auf die zweite Stelle stellen. И без Бога начнём устраивать нашу жизнь. Und anfangen unser Leben ohne Gott zu machen. Если замолкнет наша хвала. Wenn unser Lobpreis still wird. То наши жизненные камни, то, что мы строим. So werden unsere geistlichen, unsere irdischen Steine, die wir bauen, начнут двигаться и начнут вопиять к Богу. So fangen diese Steine an, sich zu bewegen und zu Gott zu flehen. Что будет не получаться и Бог не будет давать устройство в жизни. Dass etwas nicht gelingen wird, Gott wird das Gelingen im Leben nicht geben. Может внешне будет казаться все хорошо и ровно. Vielleicht wird äußerlich alles schön scheinen. Но внутри будет все рушиться. Aber innerlich wird alles kaputt gehen. Und so weit, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. В пророках Исаия, 54 главе, Бог, обращаясь через Исаия, говорит так. Im Propheten Jesaja, Kapitel 54, wendet sich Gott durch Jesaja an das Volk. Горы сдвинутся и холмы поколеблятся. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. А я милость не отступит от тебя. Слава за это Богу. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. И дальше Бог говорит, что завет мира не поколеблется. Und ebenso spricht auch Gott, dass der Friedensbund nicht wanken wird. Посему будем внимательны. Lass uns deshalb aufmerksam sein. Тому, что говорит нам Слово Божье. Zu dem, was zu uns das Wort Gottes spricht. Когда звучат к нам наставления. Wenn zu uns die Worte der Ermahnung klingen. Чтобы мы поставили это в нашем сердце верную позицию. Dass wir das in unserem Herzen auf die richtige Position stellen. И это будет сохранить нас от всяких ненужных ям в нашей жизни. Und das wird uns bewahren vor unnötigen Gruben. Хотел бы с вами открыть Евангелие от Луки, 24 главу. Und ich möchte mit euch aufschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 24. И вспомнить эту историю. Und uns dieses Ereignis erinnern. В общем, здесь описывается день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Hier wird der Tag beschrieben, wo Christus aus dem Toten auferstanden ist. И я зачитаю один стих сначала. Это будет 14 стих с 24 главы. Und ich werde erstmal einen Vers lesen, und zwar den 14. Vers vom 24. Kapitel. И здесь написано так: и разговаривали между собою о всех этих событиях. Und hier steht Folgendes geschrieben: und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Разговор был у них о том, они еще не знали, что Иисус Христос воскрес. Ihr Gespräch war deshalb so, weil sie nicht wussten, dass Christus auferstanden ist. Вот Библия говорит, что два человека были на пути в Эммаус. Und die Bibel spricht, es waren zwei Jünger unterwegs nach Emmaus. И они разговаривали между собою. Und sie sprachen miteinander. И разговаривали о том, что не удалось так, как они думали. Und sie redeten darüber, dass es nicht so geklappt hat, wie sie gedacht haben. Я хотел бы говорить о нас. Und ich möchte über uns sprechen. Так бывает у нас внутри. So geschieht es bei uns im Inneren. Когда внутренне у нас начинаются дебаты с самим собою. Wenn in uns innen drin eine Debatte mit sich selbst beginnt. Понимаете, мы идем по этой жизни. Versteht ihr, wir gehen auf diesem Leben entlang. И бывают моменты. Und es gibt Situationen. Когда не идет так, как мы это планировали. Wo es nicht so verläuft, wie wir es geplant haben. Я говорю, обращаюсь теперь к христианам. Ich wende mich jetzt an die Christen. И здесь эти два ученика рассуждают, говорят, мы думали, что будет так или иначе. Und hier reden diese zwei Jünger und sagen, wir dachten, es wird so geschehen. Но так не случилось. Aber so ist es nicht passiert. И так бывает и у нас. Und so geschieht es auch mit когда uns. Мы начинаем говорить внутри себя, wenn wir im Inneren anfangen zu sprechen, понимаете, начинается такая борьба, wenn so ein Kampf beginnt, когда ситуация тебя обманула, wenn die Situation dich betrogen hat, когда видимый успех он прошел мимо тебя, wenn der sichtbare Erfolg an dir vorbeigegangen может ist, быть, ты
думал, что будет так, но ты получил отказ. Vielleicht hast du gedacht, es wird so geschehen und du hast dabei eine Absage bekommen. И бывает так, что человек начинает крутить эти мысли по кругу. Und so beginnt es dann, dass der Mensch diese Gedanken weiter in seinem Kopf kreisen lässt. И направляется совсем не туда. Und er begibt sich in die falsche Richtung. И направляется в такое уныние. Und er begibt sich in so eine Trauer. Я понимаю, что такой человек, он всегда ищет выход. Und ich verstehe, dass dieser Mensch dann den Ausweg sucht. И такой человек, он находится в борьбе. Dieser Mensch befindet sich im Kampf. Посмотрите, как действует Иисус Христос. Schaut mal, wie Jesus Christus reagiert. Я хотел здесь прочитать 15 стих. Ich möchte den 15. Vers lesen. И когда они разговаривали и рассуждали между собою. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen. И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Понимаете, когда человек находится в таком состоянии? Versteht ihr, wenn der Mensch in so einem Zustand когда ist? Когда он находится в человеческой битве? Wenn er in seinem menschlichen Kampf посмотрите ist? Посмотрите характер и действия Иисуса Христа. Schaut mal den Charakter und das Handeln von Jesus Christus. Библия говорит, что Иисус Христос приблизился к таким рассуждениям. Die Bibel spricht, dass sich Jesus zu so einer Unterhaltung genaht hat. И начал двигаться вместе с ними. Und dass er begonnen hat, sich mit ihnen Но zu wandeln. Этого не понимали и не замечали. Sie haben das aber nicht verstehen und nicht bemerkt. Вот так случается, бывает и в нашей жизни. Und so geschieht es auch in unserem Leben. Что в этот момент мы не понимаем, мы не видим Христа. Dass in diesen Situationen wir das nicht verstehen, wir sehen Christus мы nicht. Мы не можем верою расщепить эту ситуацию. Wir können mit unserem Glauben die Situation nicht Если lösen. Если ты находишься в таком положении, und wenn du in so einer Situation хочу сказать, bist, что Христос тебя понимает. Dann möchte ich dir sagen, dass Christus посмотрите, dich versteht. Посмотрите, Библия говорит, что он приблизился и пошел рядом. Schaut mal, die Bibel spricht, Jesus nahte sich und ging mit ihnen. Я понимаю, вижу, что пошел некий процесс. Und ich sehe das so und verstehe so, dass ein Prozess Потому begonnen что hat. Христос начинает с ними разговор. Weil Christus mit ihnen ein Gespräch Христос begonnen hat. Христос задает им вопросы. Christus stellt ihnen Fragen. И они открывают свое состояние. Und sie öffnen ihm ihren Zustand. Говоря, как они видят эту ситуацию. Indem sie aussprechen, wie sie diese Situation bewerten. Я бы хотел бы сказать на этом месте, und ich möchte an diesem Ort sprechen, когда мы проходим такие периоды, wenn wir solche Perioden durchlaufen, знаете, когда начинает слепой вести слепого, wisst ihr, wenn ein Blinder beginnt, einen Blinden zu führen, то нужно остановиться в этих размышлениях, dann müssen wir aufhören, in diesen Gedanken zu verweilen, то нужно развернуться и начать говорить с тем, который создал все, dann muss man sich umdrehen und sich an den wenden, der alles geschaffen hat, просто склонить колени и начать разговор с Иисусом Христом, einfach nur die Knie beugen und ein Gespräch mit Jesus Christus beginnen. Man sollte anfangen, sein Herz zu öffnen und bei ihm den Ratschlag suchen. Wir sehen, dass sie ein Gespräch hatten, dass diese Situation sich nicht gleich geöffnet hat. Aber Christus hat ihnen hingedeutet auf das Wort Gottes. Поэтому я хотел бы здесь заметить. Und ich möchte darauf achten. В таком состоянии нужно брать и читать Слово Божье. Dass in so einer Situation es wichtig ist, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und zu lesen. Я встречал людей, которые говорили: "Ты, я читаю, и Библия мне сейчас ничего не говорит, ничего не открывается." Und ich habe schon Menschen angetroffen, die sagen: "Ich lese ja doch, aber die Bibel, die öffnet mir gar nichts." Но нужно пребывать и оставить время, дать процессам происходить в тебе. Aber es ist wichtig, weiter beständig dran zu bleiben und diesen Prozess in dir laufen zu lassen. Приходить на служение и слушать Слово Божье. Zu dem Gottesdienst zu gehen und das Wort Gottes zu hören. Пребывать с народом Божьим. Слава Господу. Verweilen mit dem Volk Gottes. Preis dem Herrn. Я вспоминаю, здесь стоял брат Стефан. Ich erinnere mich, hier stand Bruder Stefan. Он проповедовал, я его переводил. Er hat gepredigt, ich habe ihn übersetzt. И он делился таким испытанием своей жизни. Und er hat geteilt, wie er eine Prüfung gehabt hat in seinem Leben. Когда он это рассказал, я когда переводил, мне аж надо было собраться. Я получил так эмоциональный удар. Und als er das erzählt hat, musste ich mich erstmal sammeln. Ich habe so einen emotionalen Schlag bekommen. Думаю, вот это да, ну мои испытания по сравнению с этим это вообще не испытания. Und ich dachte so, meine Versuchungen, meine Prüfungen, die ich habe, das ist ja gar nichts im Vergleich zu dem, was er erlebt. И он рассказывал, как он в первое время попал в такую духовную яму. Und er hat erzählt, wie er zum ersten Mal in so eine geistliche Grube geraten ist. И он рассказывал этот момент.
Und er hat dann über diesen Moment erzählt, als Christus ihn aus dieser Grube rausgeholt hat. Und er hat eine Bibelstelle zitiert, die viele von uns auswendig kennen. Встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Он это прочитал из Евангелия от Марка. Er hat das vorgelesen aus dem Markus-Evangelium. Знаете, я хотел взять и перевернуть свою Библию, когда его переводил. Wisst ihr, ich wollte nehmen und meine Bibel umdrehen, als ich ihn übersetzt Чтобы habe. Увидеть, может, я что-то не увидел в этом месте Священного Писания. Um vielleicht zu sehen, ob ich etwas übersehen habe in dieser Bibelstelle. Но я хотел бы здесь заметить. Aber ich möchte hier bemerken. Это обычное место Священного Das ist eine gewöhnliche Schriftstelle. Aber in diesem Augenblick hat sie ihre Wirkung gehabt bei ihm. Wir weiterlesen in diesem Ereignis, Lukas Kapitel 24. Ich lese vom 30. Vers. Und когда он, имеется в виду Иисус, возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Und es geschah, als er, hier ist Jesus Christus gemeint, ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Слава Богу. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Preist dem Herrn. Слава Господу. Preist dem Herrn. Началось в таких самодебатах. Es hat mit einer Diskussion begonnen. Но Иисус Христос приближившись пошел с ними. Aber Christus hat sich genaht und ist mit ihnen gegangen. И поэтому в момент в трудностях, в непонятной ситуации. Und deswegen in diesen Situationen, die uns unverständlich sind. Если ты замечаешь, что мысли идут вот так по кругу, слепой ведет слепого. Wenn du merkst, dass die Gedanken kreisen und ein Blinder den Blinden führt. Тогда развернись, начни говорить с Иисусом Христом, обращаясь к нему. Dann dreh dich um und beginne ein Gespräch zu führen mit Jesus Christus. Потому что Бог, Иисус Христос, приготовил для тебя вот этот момент. Denn der Herr Jesus Christus hat für dich diesen Moment vorbereitet. Хочу сказать, я переживал такие моменты в моей жизни. Und ich möchte sagen, ich habe auch solche Situationen erlebt im Leben. Когда берется этот духовный хлеб. Wenn dieses geistliche Brot genommen как wird. Как было тогда у этого брата Стефана. Wie das bei dem Bruder Stefan gewesen было ist. Было небесно преломленно. Es wurde im Himmel gebrochen. Небесно, с неба было преломлено, и открылись у него глаза. Es wurde vom Himmel herab geöffnet und ihm wurden die Augen geöffnet. И опять пошла в нем духовная жизнь, слава Богу. Und ihm hat wieder das geistliche Leben begonnen. И он опять задышал духовно. Und hat wieder begonnen, geistlich zu atmen. Как мой сын задышал. Ну, физически. Wie mein Sohn begonnen hat, physisch zu atmen. Слава за это Богу. Preis dem Herrn dafür. Мы сейчас будем молиться. Wir werden jetzt beten. Обращаться к Богу. Uns an den Herrn wenden. И благодарить Его. Und wir möchten ihm И danken. Обращать внимание на нашу жизнь. Und auf unser Leben Acht geben. Потому что Бог не желает, чтобы кто-то из нас падал в такие ямы. Denn der Herr möchte nicht, dass jemand von uns in solche Gruben fällt. Нет, но Он желает, чтобы мы были сохраняемы благодатью. Nein, sondern er möchte, dass wir bewahrt werden durch die Gnade. Нам Бог поможет быть чуткими. Und möge der Herr uns helfen, aufmerksam быть к этому духовному навигатору. Zu diesem geistlichen который дает нам верный путь. Der uns den wahrhaftigen Weg zeigt. Давайте мы склоним колени и помолимся. Lass uns beugen und beten.